Ja, wir beschäftigen uns mit Kombinatorik und wir hatten ein Beispiel und haben gesagt, wir möchten die Anzahl der Möglichkeiten anhand dieses Schemas berechnen. Das heißt, wir gucken jedes Mal hier wieder drauf und sagen, was ist es? Ist es dies, ist es das oder sonst was? Und das ist jetzt unser Ziel. So, jetzt hoffe ich, dass wir das gut hinkriegen. Thema ist also Anzahl der Möglichkeiten berechnen. Nehmen wir ein erstes Beispiel, das heißt, ein sechsstelliger Zifferncode von 0 bis 9. Zifferncode von 0 bis 9 soll gewählt werden, also soll erstellt werden. Wie viele Möglichkeiten gibt es? Und das wollen wir ausrechnen. Also wir berechnen jetzt, gesucht ist, alle möglichen Ergebnisse. Wie machen wir es? Wir schauen uns nochmal unser Schema an. Und anhand des Schemas geht es dann los. Das heißt, ich mache jetzt hier eine Pause. Wir werden uns das Schema angucken, werden es durchdiskutieren und dann kommen wir wieder auf die Aufgabe zurück. Gut, soweit haben wir es durch. Also, wir stellen uns folgende Frage. Wird eine Auswahl getroffen? Woraus wählen wir aus? Na, aus 0 bis 9. Aha, also sind wir bei Ja. Wenn es bei Ja weitergeht, sagen wir gut, ist die Reihenfolge wichtig? Na klar, für einen Code, da ist schon die Reihenfolge wichtig, sonst wird es ja kein Code, sonst können wir sagen, naja, nehmen wir die Zahlen von 1 bis 6 oder so, dann ist der ja sonst zu leichter zu erraten. Aha, die Reihenfolge ist wichtig, wir sind bei Ja. Wir sind also bei einer Variation. Jetzt, mit Wiederholung oder ohne Wiederholung, jetzt kann man sich es auch anders vorstellen und jetzt wechsle ich mal schnell den Bildschirm. Jetzt sage ich, wenn es nicht anders geht, dann baue ich mir mal schnell solche Rädchen in Gedanken von einem Koffer im Schloss. Und sage, hier steht 0, 0, 0. Wenn ich jetzt hier weiter ratze, so krat, 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 dann steht hier eine 1, 2, 3. Daher kommt das. Ich kann also sagen, gut, das ist kein Ziehen mit Zurücklegen oder sowas, wenn ich mir das da nicht richtig vorstellen kann. Dann sage ich, gut, bis zur Variation bin ich gekommen. Ich wiederhole insofern, dass ich jedes Mal neu aus neuen Zahlen auswählen kann. Deswegen muss ich n hoch k nehmen. Gucken wir uns das nochmal hier an. Ich kann also hier 0, 1, 2, 3 und so weiter bis 9 wählen. Ich darf das hier auch wieder machen und hier auch wieder. Und deswegen sage ich, okay, ich muss n hoch k wählen. Also Wiederholung, ja. Ich greife wiederholt auf alle Ziffern von 0 bis 9 zurück. Wenn ich mir das so nicht klar machen will, sage ich, gut, nehmen wir es so. Ich nehme einen Pott, da tue ich 10 Kugeln rein und zwar 0. 1, 2, 3 und so weiter, solche Kugeln und überlege. Ich nehme die erste raus, schreibe es auf. Nehmen wir an, ich hätte die 3 gezogen. Gut. Jetzt muss ich das Ding wieder reinschmeißen, damit ich wieder alle zur Verfügung habe. Nehme das wieder raus, so kann man sich es auch klar machen. Also n hoch k. N, das waren 0 bis 9, das sind 10 Varianten, die ich 10 verschiedene Ziffern, die ich wählen kann. Und dann 6 Stellen, also 10 hoch 6, das kann man sogar so stehen lassen. Oder man schreibt 6 Nullen hinter die 1, das geht auch. Das sind die Möglichkeiten. Also korrekterweise schreibt man es dann, Omega ist gleich und hat hier das Ergebnis. Oder das Rechte, das geht auch. Kurze Pause, Fragen. Gut, das Thema hätten wir, also 10 hoch 6 Möglichkeiten. Nächste Aufgabe, wir probieren mal was anderes aus, und zwar folgender Fall. Im Sportunterricht wird ein Wettlauf für eine Klasse mit 28 Schülern durchgeführt. 28 Schüler. Wie viele Möglichkeiten gibt es für die ersten 5 Plätze? Da müssen wir jetzt wieder mal gucken. Also, gesucht Omega für erste 5 Plätze. Jetzt müssen wir uns wieder in unserer Übersicht etwas fragen. Wird eine Auswahl durchgeführt? Na, ich lasse das mal stehen. Wir machen jetzt hier, wir diskutieren es durch und melden uns dann wieder, wenn wir soweit fertig sind und erklären es dann hier. Gut, also wir haben Folgendes beschieden. Wir haben gesagt, es ist eine Auswahl. Ja, es werden die 5 ersten genommen. Ist eine Reihenfolge wichtig? Natürlich. Die würden sich schön ärgern, wenn die plötzlich sagen, es ist doch egal, wer von den 5 da ins Ziel gekommen ist. Gibt es eine Wiederholung? Nee, ein Durchgang. Und daraus werden 5 genommen und dann ist gut. Ja, also es passiert nicht nochmal. Die werden nicht wieder zurückgeschickt und der ganze Laden startet nochmal neu. Also in diesem Fall müsste es klar sein. Wir gucken jetzt und schreiben das also auf. Die Formel hatten wir also.
28 ist N, 28 Fakultät geteilt durch 28 minus 5 in Klammern Fakultät. Das ist Omega. So, das lässt sich leicht machen. Hier unten steht 28 minus 5 ist 23 Fakultät. Und hier oben schreiben wir ganz schnell mal hin 28 mal 27 mal 26 mal 25 mal 24 mal 23 Fakultät. Ja, da brauchen wir mit dem Taschenrechner nicht ganz so dolle uns anzustrengen oder den armen Taschenrechner zu überanstrengen. Jetzt kann man hier weitermachen. Also hier tippe ich bloß noch ein 28 mal 27 und das müsste wie viel sein? Gut, wir haben das Ergebnis. Das waren 11.793.600 Möglichkeiten gibt es, aus 28 Schülern 5 erste Plätze zu ermitteln. Nächstes Beispiel. Wie viele Möglichkeiten gibt es, die Buchstaben des Wortes Wolfram vertauscht anzuordnen? Also, das Wort W-O-L-F-R-A-M, Wolfram, ist ein chemisches Element. Und gesucht ist Omega. Und im Text steht schon, wie viele Möglichkeiten gibt es, diese Buchstaben hier vertauscht anzuordnen. Gucken wir uns wieder unsere Übersicht an und melden uns dann wieder. Gut, wir haben uns entschieden, hier wird was vertauscht. Permutare heißt ja vertauscht, vertauschen. Da Wolfram lauter unterschiedliche Buchstaben hat, liegt keine Wiederholung, kein Zurücklegen vor. Und wir können einfach sagen, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Elemente. Also die Lösung ist leicht. Omega ist dann 7 Elemente Fakultät. Das kann man ausrechnen. Und das waren Omega sind dann 5040, also 5040 Möglichkeiten. Gut, noch eine Aufgabe. Viertens. Bei einem Casting treten 24 Leute an. Aha, 24 Leute. Na, wo ist der Text? Ach so. Die besten 4 sollen ermittelt werden. Wie viele Möglichkeiten gibt es? Also, da will jemand 4 aus 24 Leuten wählen. 4 auswählen. So. Jetzt kommt die große Frage, gesucht ist natürlich wieder die Möglichkeitenanzahl. Und die Lösung sieht wie aus? Wir gucken uns wieder unsere Übersicht an und diskutieren es durch. Dazu Pause, zu Hause Pause drücken. Gut, wenn ich sage, ich möchte aus 24 welche auswählen beim Casting, eindeutige Frage, ja. Ist die Reihenfolge wichtig? Nö, denn es könnte einer, der zuletzt aus den 24 hervortrat, dann später noch der Beste werden. Also ich will jetzt erstmal nur 4 Leute auswählen, also vollkommen egal, Reihenfolge ist nicht wichtig. Wir haben es mit einer Kombination zu tun. Jeder für sich ist ein eigener Mensch, da gibt es keine Gleichartigen. Es sei denn, ich hätte Klone dabei. Bitte nicht Zwillinge, das ist also was anderes. Ne? So, das heißt, wir können sagen, eindeutig hier mit dieser Formel, Kombination ohne Wiederholung. Und das ist gar nicht mehr so schwer. Jetzt wechseln wir und sagen, das rechnen wir als N-Fakultät. Das heißt also, ich habe 24 Leute und teile den ganzen Kram durch 4 Fakultät. Das sind, dieser Teiler heißt, die Reihenfolge ist unwichtig und 24 minus 4 in Klammern Fakultät. Das Ganze ist, ja, ich schreibe das auch gerne ohne. Machen wir das noch auf diese Zeile. Man sieht hier Folgendes. Hier unten steht, hier oben steht 24 mal 23 mal 22 mal 21 und unten steht noch die 4 Fakultät, achso, mal 20 Fakultät, jetzt wird es knapp, und hier unten steht 20 Fakultät noch. Die Fakultäten mit den 20er Werten kürzen sich glücklicherweise raus. Ich tippe das in den Taschenrechner ein und erhalte Omega in diesem Fall. Oh, das war noch immerhin ganz schön viel. 10.626, ne? 426.
oder? 626. Habe ich jetzt nicht richtig abgelesen. Gut. Nächster Fall. Es soll ein vierstelliger Code aus 26 Großbuchstaben erstellt werden, wobei jeder Buchstabe nur ein einziges Mal darin vorkommen darf. Also ich halte den Code nicht für schön, aber nehmen wir die Aufgabe an. Aus 26 Großbuchstaben, das heißt, wir haben 26 Elemente, ein vierstelliger Code. Soll hergestellt werden. Gesucht ist wieder Omega. Wie gehen wir bei? Jetzt gucken wir uns wieder unsere Übersicht an. Und zu Hause Pause, nachdenken und dann melden wir uns wieder. Gut, wir haben uns soweit geeinigt. Wir fragen Auswahl. Wir wollen einen vierstelligen Code. Also wir möchten aus einer Trommel von 26 Varianten mit Buchstaben viermal was rausgreifen. Auswahl ja. Reihenfolge wichtig, klar, sonst wäre es ja kein Code. Ne, da muss schon ein bisschen schwieriger sein. Und jetzt kommt die große Frage. Lege ich wieder zurück? Nee, in diesem Fall mal nicht. Jeder Buchstabe darf nur ein einziges Mal genommen werden, egal welchen ich schnappe. Wenn ich den also raus habe, steht er nicht wieder zur Wiederwahl, zur Auswahl. Ich lege nicht zurück. Also muss ich mit dieser Variante rechnen. Und das wird nicht so schwer sein. Na. Wir sagen, okay, Omega ist also die Lösung. Und wir fangen an mit 26 Fakultät durch 26 minus 4 in Klammern Fakultät. Das ist nichts anderes. Ich kürze das jetzt mal ab als 26 mal 25 mal 24 mal 23. Und da kam raus, Omega ergibt sich dann als, was hat man da rausgenommen? Ah ja, das war auch ganz schön viel. 358.000. 800 Möglichkeiten. Gut, ich schließe das Video an der Stelle erstmal ab. Solche Aufgaben gibt es ja noch bis zum Abwinken, das kann man noch sonst wie machen. Eine Variante gebe ich nochmal, doch. Setzen wir noch einen hinten dran. Und zwar folgendes: Es wird dreimal mit einem 6er Würfel gewürfelt. 3 mal würfeln. So, und hier könnte man 1, 2, ... bis 6, das ist Omega, die Möglichkeiten, das sind die Elementarereignisse, die habe ich Ihnen geschrieben. So, und jetzt kommt die große Frage, also das ist in diesem Fall Omega für, Moment, lassen wir es mal so. Wir wollen ja die Möglichkeiten insgesamt rauskriegen. Und jetzt steht da, wie viele unterschiedliche dreistellige Zahlen sind möglich? Stellen wir uns das wie folgt vor. Ich würfle und gucke, eine 2 liegt. Ich nehme den Würfel wieder in die Hand und gucke, eine 4 liegt. Und schreibe jedes Mal auf. Ich würfle wieder und ich habe eine 6. Ach nee, das wäre zu blöd. Das ist zu einfach. Eine 1. Übersetzt heißt die Zahl dann 2, 4, 1. Sonst wäre es 2, 4, 6. Das sieht zu komisch aus. So, und das mache ich. Ja, wie viele Möglichkeiten habe ich da? Naja, ist in diesem Fall einfach auszurechnen. Man sagt 6 hoch 3 Möglichkeiten. Das sind übrigens 216. So, jetzt schließe ich das Video aber ab, sonst wird es zu lang. Jetzt haben wir lauter Übungsbeispiele. Wer das zu Hause macht, der sollte es so machen, wie ich immer wieder andeute. Wer es nicht weiß, Aufgabe annehmen, Pause drücken, wenn ich das sage. Zu Hause selber rechnen und dann gucken, wir lösen dann jedes Mal auf, jede einzelne Aufgabe. So, hören wir an der Stelle erstmal auf.